Es wäre auch nur besser gewesen für diese Leute, wenn die angeordnet gewesen wären, wie sie diese Terrakotta-Soldaten aus Peking oder wo die auch mal stehen. Dann können die jedenfalls bei ihrem Vordermann was lesen auf der Rückseite des Kopfes. Okay. Da hinten ist Raven. Ich freue mich. Ne, hier ist keiner mehr. Also, und da vorne ist Raven. Vielleicht können wir noch mal mit dem ein bisschen schnacken. Hey. Seht, wer gekommen ist. Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. So, wir haben erstmal, um jetzt mal das Gespräch hier schon mal vorab ein bisschen dem vorwegzunehmen, wir müssen ihn killen. Das ist ganz klar. Wir müssen ihn besiegen, wir müssen ihn killen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir killen ihn da mit dem Bogen oder für die Leute, die halt von euch Nahkämpfer sind, ihr könnt ihn gegen den Sarkophag, der dort ist, drücken. Also er kann da nicht mehr ausweichen und dann stirbt er ganz einfach. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an! Deinen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos! Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Mir reicht's jetzt. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Ja. Easy. So episch sah es dann doch nicht aus, ja. Da bist du ein weiteres Mal gestorben, Raven. Nicht nur im Minental, sondern auch hier. 500 Erfahrungspunkte. Yeah. Geil. Und jetzt könnte man hier auch gleich mal die Klaue B mitnehmen, wa? Und bam, bam. Halt, Moment hier. Satoru hat doch gesagt, ja, du musst hier die Steintafel nutzen. Oh. Das ist jetzt so die Frage, die ich nur so habe. Okay. Wie können wir die Steintafeln denn nutzen? Konnten wir die roten und blauen und grünen und gelben lesen? Konnten wir das lesen? Wir, die letzten drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammern des Tempels mit Pfeilen versehen, um den Eingang versteckt. Auf das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicken möge. So, okay. Das ist natürlich geil. Ich wusste nicht, dass man die Dinger lesen kann. So. Mit Probieren schafft man es natürlich auch weit, ja. So, gucken wir hier nochmal die Halle an. Vielleicht finden wir hier vielleicht noch irgendwo so eine kleinen
Platten oder sowas. Steinplättchen, hallo. Nö. So, man weiß ja immer nicht, ne? Deswegen guckt man lieber zweimal als einmal. So. Da ist nichts zu holen. Okay. Nun gut. Da ist nichts zu holen. Und jetzt könnte man auch diese Klaue, also das ist jetzt so eine optionale Sache. Entweder kann man diese sich selber anlegen oder man kann sie vernichten lassen. So, das ist halt so ein Ethikkonflikt. Macht man es oder macht man es nicht? Hier hätten wir sie. Zweihandwaffe, Chance auf extra Schaden. Man könnte sie jetzt anlegen oder man könnte auch darauf verzichten. Ich speichere nochmal kurz ab, dann legen wir sie mal an. Es ist halt eine Zweihandwaffe. Man kann die auch in einer Einhandwaffe umwandeln. Aber dafür muss man erstmal Belja dienen. Das ist das Problem. Und dementsprechend muss man erstmal wirklich Belja ein Tribut zollen, indem man ans Belja-Schrein rangeht. Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belja einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Deswegen auch Torus, ja. So, da hätten wir nochmal so einen kleinen krassen Spruch gehabt. Und jetzt gehen wir nochmal zu diesen kleinen Typis da, zu diesen Sklaven, dass wir die auch noch befreien lassen. Oder wir sind halt die Leute hier befreien, ja, also. Sklave, 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 Sklave. Wache, ach nee, warte mal, hier oben war es ja. Genau das habe ich auch gesagt. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf, Bladwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven, also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Torus da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Warte mal hier. Können wir den Kopf dem zeigen? Ich habe mit Torus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Torus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Daran wird sich nie was ändern. Ja, hol dir mal eine Suppe. Suppe. Okay. Patrick? Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Ja. Genau, weil wir kriegen ja Erfahrungspunkte dafür und das ist halt der Vorteil dabei. Okay. Jetzt könnte man natürlich nochmal so richtig schön EP farmen, indem man hier einfach alles umhaut, weil das ist ja alles jetzt eigentlich Rille. Denn in Korinnes, die wissen gar nicht, was hier eigentlich abgeht. Man könnte die Piraten alle umhauen, man könnte eigentlich alles umhauen hier und zerschnetzeln noch und nöcher. Aber wir haben jetzt gerade eh schon einen Haufen Erfahrungspunkte. Wir haben noch 29 Stück über, die wir nutzen könnten. Ja, und dementsprechend alles easy peasy. So. Jetzt legen wir uns mal die Piratenrüstung bzw. unsere Milizenrüstung schon mal wieder an. Denn wir sind zurück. Wir haben jetzt das Gebiet abgeschlossen. Und jetzt können wir noch den Leuten hier sagen, ey, Saturas, wir hätten's. Und wir werden natürlich die dann auch noch Report bringen. Report leisten. Weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld.
Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanus möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Okay. Ich habe die Klaue Beas genommen. Was wird... Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keine Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korenis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken. Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Okay. Doch ich kann sie nicht anlegen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. So. Warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. So, weil wir sind ein Krieger Innos, ja, also dann wäre es bloß frevelhaft, wenn wir mit Klaue Belias durch die Gegend rennen würden. Deswegen sage ich einfach mal, ey, hier. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Ardanos Weisheit wird über sie wachen. Ardanos möge dich schützen. Genau, so, dann hätten wir noch 2000 Erfahrungspunkte bekommen. Und hey, ja, dann hätten wir es, wa? Dann hätten wir Jakendar dementsprechend abgeschlossen. Kronos, lass uns handeln. Was hast du noch so, ehrenwerter Freund? Nicht wirklich tolles Stuff. So. Es gibt auch so zwei Sachen, die ich machen möchte. Eine Sache, die ich machen möchte. Oder, naja, sagen wir doch zwei Sachen. Erste haben wir jetzt schon erledigt. Und zwar pennen, dass hier die Nacht verschwindet. Ich laufe trotzdem weiter mit der Fackel in der Gegend rum. So, wow, ich war jetzt gerade verwundert, warum unsere Waffen nicht angelegt waren. So, jetzt gehen wir noch mal ins Piratenlager und sagen Greg, ey, Raven ist tot. Da sagt der dann, ey du Hauding, was geht denn? Na, da, ich glaube, mein Schwein pfeift. Was denn da los? Oder so, so ähnlich. Wird dann wahrscheinlich reagieren, wenn ich sage, hier, Raven ist tot. Okay, was haben wir jetzt eigentlich noch an Quests? Ablösung für Vatras. Ein Drink für Brandon. Snapperkralle. Beweise das Auge Innos. Also es ist schon ziemlich... Lass mich in Ruhe.
ziemlich gelichtet aus, unser Questlog, ja, also. So, nee, der kann uns nicht nach Corinus bringen. Greg, möchtest du noch was? Raven ist erledigt. Donnerwetter, das hätte ich ja nicht gedacht. Hast ihn kalt erwischt, was? Das ist mir doch glatte 500 Goldstücke wert. Du bist ein wahrer Teufelskerl. Weiter so. Ah, gut. So. Also das hätten wir. Jetzt wollen wir nochmal hier kurz um die Ecke laufen. Samuel. Wir haben immer noch nicht Samuels Teufelszeug bekommen. Ich will... Was darf sein? Gib mir... Ziemlich üble... Ich... Gutes Zeug. So. Gib mir... Mach dich... Was? Bei mir gibt's... Ich frag mich echt, wie wir an Samuels Teufelszeug kommen, da... Du bist in Ordnung. Komm, wir trinken ein. Der geht auf mich. Und Greg ist endlich zurück. Er hat zwar das Schiff verloren, aber zumindest bringt er... So, das ist natürlich krass, ja, also... Hier diese eine Quest, ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen mit Brandons Schnaps, den er da haben möchte. Jetzt habe ich mir deswegen nochmal alles gekauft gehabt. Nimm diesen. Ah, geht runter wie flüssiges Feuer. Bring mir was bei. Wow. Ernsthaft? Das war's? Wir brauchten einfach nur einen schnellen Hering dem kaufen. Okay. Ist ja auch egal. Jetzt werden wir in Richtung des Portales schreiten. Und ja, dann könnt ihr auch die Aufnahme mal beenden. Werte Freunde, aber erst in Corinus natürlich, ja. Wir werden jetzt nach Corinus schreiten und dann gucken wir mal, wie es aussieht, werte Freunde. Denn danach müssen wir bloß noch in das Minental, dann können wir auch das zweite Kapitel dementsprechend auch schon beschreiten, weil wir müssen ja jetzt Lord Hagen noch sagen. Moment mal, da kann ich euch vielleicht noch was zeigen. Vielleicht kann ich euch das sogar noch zeigen. Fällt mir gerade nur so ein, ne? Ich zeige euch nämlich jetzt gleich noch eine schicke kleine Sache. Ja, also wir müssen ja das Auge Innos uns besorgen. Wir können... Trank der Geschwindigkeit heißt das, ermöglicht kurzzeitig Sprinten. So, mal. Man könnte doch Faustkampf gehen. Ah, okay. So, man merkt, hier sollte man eigentlich nicht durch die Gegend laufen, ne? Weil hier gibt es einige grafische Probleme und man würde aus der Welt rausfallen. Deswegen laufen wir hier weiter. Einfach mal so weiter. So. Moment, wo waren das hier? Dahinter müssen wir. Also dort auf diese Klippe. Ja, oder man stirbt einfach mal. Coole Sache. Ich wollte euch eigentlich nur noch ein Easter Egg zeigen, und zwar ein Autowrack, aber das hatte ich auch schon mal angesprochen gehabt. Da liegt nämlich ein Autowrack rum mit der Inschrift, also auf dem Rücksitz. Ich wollte schon immer mal ein Spiel mit Autos bauen oder programmieren. Und ja, fand ich halt eine coole Idee von den Programmierern.
Weil es ist ja indirekt, ja, so ein kleines Spielchen. Aber das sind ja Easter Eggs eh. So ein kleines Gedankenspielchen. Okay. Jo. Wo war ich stehen geblieben? Wir müssen Lord Hagen beweisen, dass wir würdig sind, das Auge Innos zu tragen, um die Welt hier zu befreien. Weil es sind größere Mächte in... Ja. Größere Mächte in der Welt, die die Welt zerstören möchten, wie uns das Xardas gleich in der ersten Folge schon gesagt hat. Und nun gut, ja, was müssen wir da machen? Jakendar liegt hinter uns und das interessiert die Leute hier in Korinnes überhaupt gar nicht. Jakendar ist halt wirklich nur Add-on-Gebiet und das merkt man auch ziemlich deutlich, weil das spielt hier in dieser Hauptstory gar nicht rein. So. Okay. Watras. Oh, Kavalon ist jetzt auch mittlerweile hier. Da sitzt da der gute Herr. Adanos aber sah, ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Siehst du, hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladin es hat. Und keine Dunkelheit. Ich will da... Sicher? Und so stellte er sich zwischen seine... So, also von dem hier könnten wir noch ein bisschen was lernen. Zu schlichten. Und es gelang ihm nicht. Okay, von dem könnten wir noch ein bisschen was lernen. Aber dort, ich überlege gerade bloß. Wart ein Ort, haben wir hier vielleicht noch irgendwo einen Ring angelegt, der uns die. Nö. Der uns irgendwie was verwehren könnte? Haben wir natürlich nicht. Somit können wir jetzt zweimal. Und an Einhänder lernen, dann wären wir bei 44%. Zugleich. Und so ward das Meer erschaffen. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon und zu gut. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden Arschloch. Alle Wesen. Arschloch! Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Hey! Und zuletzt entstand du wirst jetzt in der Stadt der bleiben? Mensch. Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakendar vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Korinnes noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Wir werden sehen. Okay. So. Hey, und Belia verlieh ihm einen okay, Teil seiner göttlichen Macht. Auf das ist das der lässt ihn nicht unterbrechen, der Arsch. Okay, es wäre verdammt schwierig, sein Geldbeutel zu stehlen. Machen wir mal. Vielen Dank. Deine Ablösung ist da. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Oh cool. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. So, und weil wir über 10 Steintafeln gerade im Inventar haben, kriegen wir jetzt auch Mana-Bonus dafür. Gut. So, deswegen sagen wir jetzt einfach mal hier, kriegst alle. Steigern. Okay, cool, danke. Die Vermissten sind wieder zurück. Ja, du hast es geschafft. Ihre Reise hat ein gutes Ende genommen. Aber deine Reise ist noch nicht beendet. Deshalb geh mit dem Segen Adanos. Adanos, segne diesen Mann. Erleuchte seinen Weg und schenke ihm die Kraft, allen Gefahren zu widerstehen. Ja, deine Dank. Ablösung ist da. Vielen Dank. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt? Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen. Ja. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten, wenn andere Menschen sterben. So. Okay. Dann hätten wir das. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Leute, die uns ein bisschen was mit dem Kämpfen beibringen können. So. Genau. Oh, Sohn der Geheimnisvollen zu. Erst wenn die. Naja, erst wenn die Zeit wieder ran ist, dann kann er uns ein bisschen
weissagen. Aber wir können jetzt hier mal zu Wulfgar gehen. Wir gehören ja immer noch nach wie vor in den Diensten der Miliz. Wir haben uns ja eingeschrieben und somit müssen wir jetzt hier auch mal hin und wieder mal trainieren gehen. Lass uns mit dem Wulfgar, bring mir mal was bei. So, Einhand. Einhand. Einhand und Zweihand hat sich erhöht, okay. So. Lass uns mit dem Training. Okay, warte mal, das nächste Cap, das war bei 60, glaube ich. Somit könnte man rein theoretisch, wir haben noch 9 Lernpunkte über. 1, 2, 3, 4. Ja, also jetzt sind wir schon Kämpfer. Und wenn wir jetzt unseren Ring anlegen würden, beziehungsweise morgens Ring, dann könnten wir sogar zum Meister werden. Ich kann es ja einfach mal spartenshalber machen, auch wenn unser Bogen dann verlustig geht. So, erstmal hier unten Ring an. Morgens Ring. So. Ihr seht schon, er hält das Schwert cooler. Und es ist wesentlich schneller hier mit dem Schlagen. Sehr geil. So. Und wenn ich den jetzt ablegen würde, dann sehen wir natürlich auch, er hält das Schwert wiederum anders. Er macht jetzt größere Schläge. So. Nun gut. Das wollte ich bloß nochmal gezeigt haben. Jetzt legen wir gleich nochmal unseren Bogen an. Und dann könnten wir eigentlich auch auslongen, würde ich mal so sagen. Weil wir haben vieles erreicht, wir haben Jacken da abgeschlossen und als nächstes würde ich mir auf die Fahne schreiben, dass wir hier Snapperkrallen Beweise. Lord Hagen will Beweise. Snapperkrallen. Der Händler Lutero sucht nach Krallen eines besonders mächtigen Snappers. Gut. Ja, das sind halt diese zwei Sachen, die wir noch machen müssen. Den Rest, den hätten wir ja wirklich erledigt. Finde ich sehr geil. Haben wir echt cool gemacht. Coole Sache, coole Sache. Erst recht in dieser Aufnahme bin ich echt stolz drauf ein bisschen, ja? Nun gut, nichtsdestotrotz, jetzt würde ich einfach mal hier eine Aufnahmepause machen und mich wieder darauf freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rahmen, wenn wir ins Wiental schreiten. Und somit, ciao, ciao, Freunde, euer Meltas.